Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind mitten in einer kleinen Videoserie über Marketing Management im Rahmen des Betriebswirts IHK. Und wenn Sie die anderen Videos gesehen haben, dann wissen Sie, dass ich Wissen gerne darstelle in der Form eines auf der Spitze stehenden Dreiecks mit hier unten dem Grundgedanken und dann hier weiter voranschreitend in die Details. Wir haben hier den Grundgedanken Denken im Kopf des Kunden, Marketing, ja, darum geht es. Und hier die vier Instrumente: Product, Price, Place, Promotion, Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik. Im letzten Video, das sind also die Instrumente hier, im letzten Video haben wir jetzt die Produktpolitik angeschaut als das Herzstück. Wir haben auch gesehen, dass es eigentlich Bedürfnispolitik heißen muss. Und hier geht es nun um die Struktur, die in der Preispolitik steckt. Und manche sagen auch Kontrahierungspolitik. Da steckt das lateinische Wort kontrahieren, zusammenziehen drin. Und wenn man etwas zusammenzieht, dann hat man einen Vertrag. Was gehört also zur Preispolitik, zur Kontrahierungspolitik dazu? Da gehören einmal dazu die Preiselastizitäten, dann die praktische Preispolitik. Wir verzichten beim Betriebswirt und beim technischen Betriebswirt auf die theoretische Preispolitik. Praktische Preispolitik und dann, weil es ja Kontrahierungspolitik heißt und zu einem Vertrag neben dem Preis noch andere Dinge gehören, Rabatte, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen. Ja, das alles fasst man auch zusammen unter dem Namen Kontrahierungspolitik. Preiselastizitäten, praktische Preispolitik, Rabatte, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen. Ja, das war's schon wieder. Wenn Ihnen dieses Vorgehen und diese Strukturierung gefällt, dann schauen Sie mal unter sparsleindenk.de für meine Seminare zum Betriebswirt oder technischen Betriebswirt oder Wirtschaftsfachwirt und unter sparsleindenk-shop.de für Lernhilfen zur Betriebswirtschaftslehre. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.